Jetzt. So, ich werde auch heute mal ein bisschen was über theoretische Informatik erzählen. Genauer über das Problem P versus NP. Denn obwohl theoretische Informatiker selten rauskommen aus ihrem Elfenbeinturm, könnte es vielleicht ein bisschen dunkler kriegen, das Licht. Ja, mache ich. Ja. Danke, sehr gut. Denn obwohl theoretische Informatiker selten rauskommen aus ihrem Elfenbeinturm, kommt dieses Problem gelegentlich auch mal in den Medien vor oder in irgendwelchen Fernsehserien. Aber um das Problem zu verstehen, muss ich euch erstmal die Denkweise eines theoretischen Informatikers klar machen. Denn theoretische Informatiker produzieren sehr viel für den Papierkorb. Die denken sich selbst irgendwelche Probleme aus, die in der Praxis überhaupt nicht vorkommen, und lösen die oder stellen fest, dass das nicht geht. Wie zum Beispiel dieser Herr hier hat 1959 bereits einen Algorithmus veröffentlicht, der heute allerdings Grundlage für sämtliche Navigationssysteme ist. Es lohnt sich also durchaus, gelegentlich mal in diesen Papierkorb reinzugucken. Dasselbe habe ich auch mal in meiner Masterarbeit getan. Weil dieses Wort so wichtig ist, werde ich jetzt hier erstmal erklären. Algorithmus, was ist das eigentlich? Wikipedia sagt dazu, ein Algorithmus ist eine aus endlich vielen Schritten bestehende, eindeutige und ausführbare Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems. Ich habe dafür auch ein Beispiel. Angenommen, ihr seid in der Bibliothek und sucht ein bestimmtes Buch. Jetzt könnt ihr entweder so daran gehen, dass ihr durch die ganze Bibliothek geht, jedes einzelne Buch aus dem Regal nehmt, guckt, ob es das richtige Buch ist und falls nicht, zurücklegt. Das kann ziemlich lange dauern, vor allem wenn das Buch irgendwo ganz hinten steht. Das ist also ein langsamer Algorithmus. Viel schneller ist es natürlich, an diesen Karteikasten hier ranzugehen. Dort sind die Bücher nach Titel sortiert abgelegt auf Karteikarten, die richtige Karte rauszusuchen. Dort steht das Regal drauf und dann müsst ihr nur noch das entsprechende Regal durchsuchen. Bei meiner Masterarbeit ging es auch darum, einen schnellen Algorithmus zu finden. Und zwar für dieses Problem hier, die Beschriftung von Landkarten. Wie wir sehen, auf der linken Karte ist das noch kein Problem, da sind die Städte weit genug auseinander. Aber auf der rechten Karte muss man sich schon entscheiden, welche Städte man jetzt genau beschriften möchte. Ohne dass die Beschriftungen sich gegenseitig ins Gehege kommen. Und man kann vielleicht sehen, will der Algorithmus da oben auswählen, dass Norderstedt angezeigt wird statt Hamburg, hätte der Algorithmus wahrscheinlich einen Fehler gemacht, denn die Karte wäre dann nicht mehr so leserlich und würde der Orientierung nicht mehr so gut dienen. So, natürlich habe ich geguckt, hat sich damit schon mal jemand beschäftigt und habe sozusagen den Papierkorb der theoretischen Informatiker durchgewühlt und bin dabei auf folgende Geschichte gestoßen, denn ein Programmierer in München hatte schon mal das Problem, hat da dann rumprobiert, hat aber keinen schnellen Algorithmus gefunden. Das hat immer viel zu lange gedauert. Also hat er seinen ehemaligen Kommilitonen in Berlin angerufen, der inzwischen Professor für theoretische Informatik geworden war, und hat ihm das Problem beschrieben und gesagt, guck dir das nochmal an. Der hat gesagt, okay, kein Problem, mache ich, hat sich mit seinen Studenten hingesetzt und zwei Monate später hat er ihn zurückgerufen und gesagt, hier, herzlichen Glückwunsch. Er dachte schon, das Problem wäre gelöst, aber er sagt, nein, dein Problem ist NP schwer. Also gesagt, okay, dass es schwer ist, habe ich auch schon festgestellt. Da sagt der Theoretiker, ja, aber wir haben jetzt gezeigt, wie schwer es eigentlich genau ist. Und die eigentliche Frage ist natürlich jetzt so, was heißt dieses NP-Schwer ist eigentlich genau? Und damit kommen wir zum eigentlichen Thema des Vortrags, P versus NP. Ja, das ist eines der größten ungelösten Probleme der theoretischen Informatik. Und deswegen, um diese Lösung etwas zu beschleunigen, wurde auf die Lösung dieses Problems ein Kopfgeld von 1 Million Dollar ausgesetzt. Und um etwas zu verdeutlichen, was das ist, P und NP sind zwei Klassen von Problemen. P ist die Klasse von Problemen, das sind diese kleinen Punkte da, einer davon ist zum Beispiel dieses Bibliotheksproblem. Das ist eine Klasse von Problemen, für die wir einen schnellen Algorithmus kennen. Und NP ist eine Klasse von Problemen, für die wir keinen schnellen Algorithmus kennen, sondern nur einen langsamen. Ja? Also wie zum Beispiel dieses Beschriftungsproblem. Wie wir ja beim Bibliotheksproblem gesehen haben, können wir ein Problem, für das wir einen schnellen Algorithmus kennen, auch mit dem langsamen Algorithmus lösen. Deswegen ist die Klasse P in der Klasse NP enthalten. Es gibt noch Probleme, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Zum Beispiel das Problem, Sprache zu verstehen.
Aber da gibt es ja bereits einen Computer, der das wunderbar beherrscht, nämlich das menschliche Gehirn. Würde es uns also gelingen, das menschliche Gehirn nachzuahmen, könnten wir diese Art von Problem auch im Computer lösen. Aber ähnlich schwierige Probleme, die sind so schwer, dass ein heutiger Rechner selbst für mittelgroße Instanzen von solchen Problemen teilweise Jahrzehnte rechnen würde. Und dann existiert eventuell das Problem gar nicht mehr. Ja. Deswegen gibt es sogenannte Schätzalgorithmen, die ein Ergebnis liefern, was vielleicht nicht das optimale Ergebnis ist, aber zusätzlich noch die Informationen liefern, wie weit das Ergebnis vom Optimum entfernt ist. Bei den Beschriften der Landkarten wäre das zum Beispiel der Fall, wir haben eine Landkarte mit 500 Städten drauf, der Algorithmus liefert uns eine Lösung, 400 Städte davon zu beschriften und sagt uns zusätzlich noch, es würden höchstens 10 Städte mehr gehen. Da sagen wir doch als Praktiker, okay, damit können wir leben. Ja, gar kein Problem. Also das Problem bleibt sozusagen bei den Theoretikern. Und der möchte das jetzt ganz genau wissen. Und der möchte jetzt zum Beispiel gerne zeigen, dass es gar nicht möglich ist, so einen schnellen Algorithmus dafür zu finden. Denn dann wäre P ungleich NP und er würde die Millionen Dollar bekommen. Und die Fields Manager. Ja, die vielleicht auch. So, und diese NP-schweren Probleme, die haben noch etwas gemeinsam mit den Musketieren. Denn auch dort gilt einer für alle für einen. Denn würde es gelingen, auch nur für eines dieser Probleme, dieser NP-schweren Probleme, einen schnellen Algorithmus zu finden, wäre das gleichzeitig ein schneller Algorithmus für alle anderen Probleme in dieser Klasse. Und das macht es umso erstaunlicher, dass in den letzten Jahrzehnten immer noch kein Mensch auf der Welt einen schnellen Algorithmus dafür gefunden hat. Vielleicht hat der Theoretiker ja wirklich recht und es geht nicht, aber er konnte es bisher auch noch nicht beweisen. Sollte es jetzt doch irgendjemandem gelingen, einen schnellen Algorithmus dafür zu finden, dann wäre P gleich NP, er würde die 1 Million Dollar kassieren und alle Theoretiker wären arbeitslos. Also gerade an die Arbeit 1 Million Dollar warten.